the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier aus Pocono, Pickup Cup. Boah. NASCAR Truck Rennen auf dem legendären Tricky Triangle. Spartacus, fahre die Qualifikation gut. Reise ich direkt hinter Britannicus ein. auf zum nächsten Rennen mit den Stahlrössern. Stahlwagen. Also ich stehe jetzt hier hinten auf Rollen und du machst dann von vorne gerade. Du rollst von hinten und ich roll von vorne oder was? Meine Qualifikationszeit hat nicht gezählt. Guck zur Zeit hier. Sagt er zu mir hier eine Minute. Ja, das ist doch jetzt bestimmt irgendein Quali-Setup hier. Da ist vorne alles zugeklebt. Das Cocktail soll los. Von 16. Sowieso nach 30 Sekunden. Ja, da können wir uns noch betrinken. Raus. Boah, der rutscht, der rutscht. Boah. Weiß nicht, der diese Trucks. Die haben das Lenkrad da, der Fahrer, der sitzt direkt vom Lenkrad. Warum? Ja? Oh, das sollte man auch zum Anschmeißen. Ich geh noch verstärken, komplett. Yes, sir. I'm trying to get this track. It's a hard one. Yes, sir. We'll call it the Tricky Triangle. Die Tempest 76. Nee, ich hab das alles ausgeschaltet. Dieses blöde Gelaber, da gibt's mir noch die Zeige. Da gibt's schon wieder hier zwei Experten, die hier sind. Follow Carnival ATX in the inside column. Stay behind Crawford. Komm, du Britannicus. Okay, vor mir. Germanicus steht hinter Germanicus. Ich bin Bodytop, ich bin zuletzt gefahren vor einem Jahr. Das hat sich ganz schwer einschätzen dürfen immer. Mach keinen Quatsch. Was hast du für ein Auto? Tempone. Aber mir sehen die Autos im Spiegel aus wie so aus Papier gefaltet, ey. Wir sind Champion in McLean Design. Leo. Ah, okay. Ja. Ja, meine Spiegelgrafik ist echt runtergeschraubt bis auf absolutes Minimum. Einfach mal Robert Stevens hier, der Mensch mit Bildern.
Ja, ist das der mit 1000er Ping, ne? Okay, geht gleich los hier. Ja, klar. Runden. Ja, schauen wir mal, ob wir so weit kommen, wa? Huh, aufregend. Catch up to Crawford. Basecar fährt gleich rein. Oh, der gibt sofort Gas. Eieieiei. Okay, erste Kurve überstanden. Achtung, da geht einer weg. Hold your line. Clear inside. Well done, Patrick. Good start. Vor allem wird man hier so unnatürlich schnell mit dem Windschatten. So, erste Runde vorbei. Bist du da, Patrick? Hallo, Gor. Ich hab hier überholt. Sehr gut. Hold your line. Clear inside. Und dritte Runde angebrochen. Man kann nicht wissen, der ist immer noch direkt oben, ja. Okay. Der hat mir ja schon Zaubertrag nach hinten gereicht. Die Wand, die kam es aber nah. Vierte Runde. Wir hauen ein bisschen ab da vorne. Okay, der erste Platzierte ist gegen die Mauer gefahren. Der hat die Mauer gefahren, aber trotzdem weiter. Ah, der zweite überholt, das ist der erste. Wir fahren dann zu zweit nebeneinander. Ja, fünfte Runde. 0,7 Sekunden nach vorne, nach hinten 2 Sekunden. Sechste Runde. Okay, Clear high. Wo ist der Patrick? 12. Platz. Ich bin noch da. Oder? 10th position. Inbound. The last lap time was at 101.33. Es kommt da nicht dran an die Jungs da vorne, ne? Halbe Sekunde. Immer noch am dritten Platz. Mittlerweile 7. Runde. Oh, der Herr Hill ist weg. Ist ein bisschen verloren. Letzte Kurve habe ich ziemlich ätzend genommen. 8. Runde. 58.33.
69.9. Das geben die Reifen noch langsam auf, ne? Achte Runde. Keine Chance, da vorne ranzukommen. 1,5 Sekunden mittlerweile. Einfach zu schnell, die Jungs, oder ich zu langsam. Müsste eigentlich. Dritter Platz. Letzte Kurve. So, letzte Runde. Auch in der letzten Kurve, da verliere ich immer noch ein Zehntel oder sowas. One more lap to go. Your lap time was 1:00.2. Drei Komma zwei Sekunden nach hinten. Ich glaube, das sollte nichts mehr schief gehen. Okay, der Tote hat die Wand gerammt. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Nee. Ja, Patrick, zweites Podium heute Abend, war? Läuft, würde ich mal sagen. Great drive, that's a podium. Wo bist du? Ich bin auf dem Platz. Glückwunsch! Ganz hinten. Bin ich, irgendwie. Hi. Boah, das war aber eine harte Nummer, oder? Ja, aber hat Spaß gemacht. Alter, das Ding ist ganz schön wapplig. Ja. Aber ich finde auch wenn der anfängt zu rutschen da, ne? Ja. Dann kann man das kontrollieren. Ich hab's geschafft hier. Juhu! Wurde kurz vor dem Verhalten, der hat mich überholt. Okay. Ich war kurz vor dem war, aber es war ein schönes Rennen. Ich hab halt Quali vergeigt. Was? Du bist ein Matchbox gefahren, not Wheels. Genau! Ich bin ein Matcher, aber wir sagen Matcher. Ja, also bei mir war relativ langweilig. Eine Sekunde nach vorne, drei nach hinten. Und die Vorderen sind immer abgehauen und hinten bin ich auch immer so leicht schneller gewesen. Dann verabreden wir uns morgen für euer SGP. Weißt du, was haben wir denn für einen Tag heute? Ich hab Urlaub. Doch, du musst arbeiten. Du musst arbeiten, ne? Was haben wir denn? Oh, 11. The number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the 15. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over. And it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche. But it's back on its wheels and it can keep going.